Servus Radfreunde, zu Beginn der Radsaison 2020 möchte ich auf Anregung und auch auf Wunsch einiger Zuschauer meines YouTube-Kanals heute mein neu erworbenes Rennrad vorstellen. Das Rennrad habe ich im letzten Jahr Ende August bei eBay ersteigert bzw. gekauft. Ein gebrauchtes Titan-Rennrad vom Hersteller Lightspeed. Eigentlich war es nicht geplant, mein Fuhrpark bisher bestehend aus einem Trekkingrad und einem Mountainbike zu erweitern, aber wie es der Zufall so will, habe ich eben dieses Schnäppchen bzw. diesen Gelegenheitskauf bei eBay gemacht. Als begeisterter Radfahrer schaue ich immer wieder bei eBay, was sich so auf dem Gebrauchträdermarkt tut. Da gibt es das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Richtig günstige Preise, teilweise 50% unter Neuwert für relativ neue Räder. Und da habe ich auch das Lightspeed Titanrad entdeckt. Es befand sich bei Frankfurt am Main, circa 250 Kilometer von mir entfernt. Und somit gab es auch die Gelegenheit, das Rad zu besichtigen und persönlich abzuholen. Das Wichtigste bei einem gebrauchten Fahrrad ist eben, dass die Rahmengröße passt. Die hat bei dem angebotenen Fahrrad gepasst und auch der Preis war in Ordnung, sowie die räumliche Nähe und auch die Ausstattung des Fahrrads. Probefahrt nach der langen Winterpause verlief einwandfrei und jetzt möchte ich euch mein Rennrad noch ein wenig im Detail vorstellen. Mein Rennrad vom Typ Lightspeed Arenberg mit Titanrahmen. Das Logo Arenberg war schon ein wenig verkratzt, deshalb habe ich es entfernt und durch einen Namensaufkleber ersetzt. Die Schweißnähte richtig sauber verarbeitet und immer noch einwandfrei. Ich schätze mal, dass das Rennrad so in den 90er Jahren hergestellt wurde. Die Felgen ebenfalls noch wie gekauft vom Typ Mavic Xyrium mit Fächerspeichen. Eingespeicht. Die Reifen hatten leider schon altersbedingt ein paar Risse und auf Anraten eines Bekannten, der ebenfalls Rennrad fährt, habe ich die sofort ausgewechselt, ebenfalls die Schläuche. Alte Reifen mit Rissen und Versprödungen stellen eben ein Sicherheitsrisiko dar. Und deshalb habe ich relativ günstige neue Reifen von Continental aufgezogen. Ultrasport, 23 mm Breite. Und bisher bin ich soweit zufrieden mit denen. Gerne hätte ich noch ein paar breitere Reifen aufgezogen. 25 mm oder 28 mm. Bedingt durch die Rahmengeometrie war das aber leider nicht möglich.
Die Bremsen ebenfalls noch wie vom Vorbesitzer verbaut, vom Typ Shimano Ultegra. Der vordere Umwerfer und das Schaltwerk hinten ebenfalls noch original Shimano Ultegra, ein etwas älteres Baujahr. Was ich allerdings ausgewechselt habe, ist die Kurbel. Hier war ebenfalls eine etwas ältere Kurbel des Typs Shimano Ultegra verbaut, allerdings mit einer Standardübersetzung von 53 und 39 Kettenzähnen. Bei meinen ersten Radtouren musste ich hier die schmerzhafte Erfahrung machen, dass selbst ich als passionierter Hobbyradfahrer nicht genug Kraft in den Beinen hatte, um mit dieser Übersetzung den Schwarzwald erobern zu können. Spätestens bei Steigungen mit 10-12% stand ich dermaßen in den Pedalen und mein Puls schnellte in die Höhe. Und auf Anraten eines bekannten Rennradfahrers habe ich mir dann die Kompaktkurbel angeschafft. Die moderne Ultegra-Kurbel passt leider nicht mehr so ganz ins Gesamtbild des Rennrads. Dafür hat sie ein Kettenblatt mit 50 Zähne und 34 Zähne. Und mit der Übersetzung lassen sich dann auch Steigungen größer 12% noch einigermaßen bewältigen. Als ich die Kurbel ausgetauscht habe, habe ich ebenfalls das Tretlager ausgetauscht gegen eine moderne Variante mit dem BSA-Gewinde. Meine neu verbauten Klickpedale ebenfalls vom Typ Shimano Ultegra, allerdings für Mountainbike-Schuhe, denn bisher habe ich nur Mountainbike-Schuhe und ich möchte mir auch keine separaten Rennradschuhe mit einem anderen Klicksystem anschaffen. Zusätzlich zu den wesentlichen Komponenten und Umbauten meinerseits habe ich auch noch die eine oder andere kleinere Modifikation oder Erweiterung gemacht, um das Fahrrad einfach an meine Bedürfnisse anzupassen. So waren zum Beispiel am Fahrrad keine Flaschenhalter verbaut. Hier habe ich zwei relativ teure Flaschenhalter aus Titan von King Cage mir angeschafft. Die fügen sich richtig gut ins Gesamtbild des Rennrads ein. Ebenfalls habe ich noch eine neue Sattelstütze aus Titan verbaut. Original war eine schwarz eloxierte Aluminium-Sattelstütze verbaut. Sattelstützen aus Titan gibt es relativ günstig inzwischen im Internet zu erwerben. Preis ca. 70 bis 80 Euro. Die kommen alle aus Asien. Überwiegend aus China oder Taiwan. In der Satteltasche mein Hausschlüssel, Handy oder ein Powerriegel. Eben die Kleinigkeiten, die man auf einer etwas längeren Rennradtour braucht. Mein Cockpit am Fahrrad. Hier ein Fahrradcomputer mit den drei wichtigsten Funktionen. Höhenmeter, Geschwindigkeit und gefahrene Kilometer. Daneben die Halterung für mein Fahrradnavi, momentan mit der Fernbedienung für die Kamera versehen. Ein Navi ist auch hilfreich, wenn man auf Autostraßen unterwegs ist, vor allem wenn man mit dem Rennrad in die Ferne fährt. Daneben zwei Komponente für die Sicherheit. Eine relativ edle Klingel, nicht aus Titan, sondern aus Edelstahl. Und noch die Klickhalterung für ein Anstecklicht. Die Beleuchtung am Rennrad, für mich eine ganz wichtige Komponente, vor allem wenn man viel auf der Straße unterwegs ist. Zuletzt nochmal ein Gesamteindruck meines Rennrads.
Nun habe ich euch mein neu erworbenes, gebrauchtes Rennrad von Lightspeed vorgestellt. Sicherlich wird es nicht das Fahrrad sein, mit dem ich sehr viele Radtouren machen werde. Ich werde überwiegend mit dem Trekkingrad oder Mountainbike hier im Schwarzwald unterwegs sein. Aber die eine oder andere sportliche Radtour werde ich sicherlich mit dem Rennrad machen. Die habe ich bereits im vergangenen Jahr gemacht, im Herbst, wo ich auf der Schwarzwald-Hochstraße zum Beispiel mal unterwegs war. Es war sehr schön, hat auch viel Spaß gemacht, vor allem weil das Rennrad sehr leicht ist, unter 10 Kilo wiegt. Und mit dem fährt man dann auch wirklich Geschwindigkeiten im Durchschnitt von 25 bis 30 km/h, je nachdem wie fit man in den Beinen ist. Man ist zügig unterwegs und vielleicht werde ich die eine oder andere Freitagnachmittagstour mal machen, wo ich von Freudenstadt nach Stuttgart fahren werde. In wenigen Stunden warten wir es ab. Auf jeden Fall kann die Radsaison 2020 jetzt starten.